Zeus Mars-Mission. Ach, hallo, ihr zwei. Hey, Zeo, jetzt liest du ja schon wieder dieses Comic-Heft. Das ist ja auch das Beste von allen. Kapitän Zapp, Weltraumzebra, befindet sich auf einer Mars-Mission. Weißt du was? Warum fliegen wir beide denn nicht auch zum Mars? Na, wollen wir, Elsie? Wollen wir? Na ja, ist gut. Wieso nicht? Dann werden wir beide eben zum Mars fliegen. Hurra! Hurra! Aber warte, vorher muss ich noch 8 Blumen malen. Wie bitte? Noch 8 Blumen? Aber das kann ja noch eine Ewigkeit dauern. Moment, ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn du zum Mars fliegst und dort deine 8 Blumen malst, Elsie? Ja, das ist eine super Idee, Opa. Ich bin mir sicher, dass die Steine und Blumen auf dem Mars noch viel interessanter sind. Ja, meinst du? Aber wo ist denn der Planet Mars? Der ist ganz, ganz weit weg. Aber wir werden ein Raumschiff brauchen, um hinzukommen. Naja, und wo wollen wir bitte ein Raumschiff herbekommen? Aus Opas Raumschiffwerkstatt natürlich. Hm? Cool. Wow! Das wird ja genauso wie Kapitän Zapps Raumschiff. Ja, aber irgendwas fehlt da noch. Genau! Warte, jetzt weiß ich's. Es hat ja gar keine Raketentriebwerke. Sieh doch mal. Tja, dann wollen wir doch mal sehen, was wir alles im Raketenzubehörlager haben. Ah, da hätten wir ja auch schon was. Ist ja toll. Hier habe ich 3 Raketentriebwerke. Na, das ist ja schon mal ein sehr guter Anfang. Aber es weiß doch wirklich jeder, dass Kapitän Zapps Raumschiff 4 Raketentriebwerke hat, Opa. Ja, dann brauchen wir natürlich auch 4. Hiermit ernenne ich euch zu meinen Raumschiff-Ingenieuren. Und nun müsst ihr mir ein Raketentriebwerk besorgen. Ja, ist gut. Wird gemacht, Opa. Wir werden schon eins finden. Ein Raketentriebwerk? Aber so etwas habe ich doch gar nicht. Doch, doch, das hast du. Da! Ach so, dieses Raketentriebwerk meinst du? Ja, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich euch das geben sollte. Denn da ist noch ein ganz klein wenig Spülmittel drin, wisst ihr? Aber es geht hier wirklich um eine sehr wichtige Mission zum Mars. Also wir brauchen es wirklich. Und wir werden auch vorsichtig damit umgehen. Das versprechen wir. In Ordnung. Aber bringt es wieder mit, wenn ihr zur Erde zurückkehrt. Danke, Mama. Ach, wartet bitte noch einen Moment. Ihr habt nicht zufällig auf einer eurer Missionen meine Vase gesehen, oder? Nein, Mama. Ich bin mir sicher, dass sie vorhin noch auf dem Fensterbrett stand, aber nun ist sie weg. Wir halten unterwegs die Augen offen. Ja, und falls sie auf dem Mars ist, sagen wir Bescheid. Hier ist das Raketentriebwerk. Sehr gut. Und nun, meine Lieben, ist die Zebra 10 startklar. Hurra! Aber vorher braucht ihr noch ein paar Raumfahrerhelme. Das ist ja super. Dankeschön. Na, Zebra 10, bereit zum Start? Alles Roger. Was soll denn das bedeuten, alles Roger? Na, das ist Raumfahrersprache und damit meint man, dass alles klar ist. Ach so, alles Roger. Okay, also dann, jetzt die Raketen zünden. Sechs, fünf und 4. 3, 2 und 1. Okay, und nun kommt der Startvorgang. Wir sind jetzt im All. Siehst du das? Ihr befindet euch im Landeanflug. Bist du bereit? Ja, ich bin
bin bereit. Jetzt gut festhalten. Alles klar, die Zebra 10 ist gelandet. Einen schönen guten Tag. Ich bin der Opa von Mars. Einen schönen guten Tag. Und ich bin Kapitän Zeo. Und ich bin Kapitänin Elsie. Stellvertretende Kapitänin Elsie. Ich bin hier, um euch meinen Planeten zu zeigen. Den Mars. Willkommen im marsianischen Garten von Zebos. Passt gut auf, dass ihr die blauen Pflanzen nicht berührt, Erdlinge. Denn das ist nämlich eine sehr seltene und geheimnisvolle Marspflanze. Sie lässt euch blau anlaufen. Das werde ich in mein Kapitäninnen-Logbuch schreiben. Ins stellvertretende Kapitäninnen-Logbuch. Wow! Hey, sieh doch mal, sogar der Himmel hier ist ja orange. Oh nein! Eins von unseren Raketentriebwerken ist verschwunden. Wir brauchen aber alle vier, um zurückzufliegen. Also das ist aber sehr merkwürdig. Zuerst verschwindet die Vase von deiner Mutter und jetzt auch noch unser Raketentriebwerk. Weit kann der Dieb nicht gekommen sein. Na los, suchen wir ihn. Das ist ja ein Fußabdruck. Der ist ja von einem Außerirdischen. Der hat sicher das Raketentriebwerk geklaut. Aber hier ist doch gar keiner außer uns. Der ist hundertprozentig zu unserer Marsraumstation gegangen. Na los, gehen wir. Warte auf mich! Denn ich bin immerhin der Kapitän. Und wo fangen wir an zu suchen, Kapitän Zeo? Tja, das weiß ich auch nicht. Hä? Eine Seifenblase. Aber wo ist die denn hergekommen? Aus dem Badezimmer. Oh, was macht ihr denn hier? Ach, Oma vom Mars. Du hast also Mamas Vase genommen. Oma vom Mars, sagst du? Ach so, ja, ich verstehe. Alles in Ordnung. Also, ich wollte deiner Mutter ein bisschen beim Frühjahrsputz helfen. Sie haben uns unser Raketentriebwerk weggenommen. Oh, ach, du meinst das hier? Naja, nun ist es leer. Wollt ihr es haben? Oh ja, bitte. Das brauchen wir, weil wir sonst nicht mehr auf die Erde zurückkommen. Danke sehr. Und wenn ihr wieder auf der Erde seid, würdest du die dann deiner Mutter geben? Alles Roger. Ich wünsche euch eine schöne Reise, Erdlinge. Wiedersehen, Opa vom Mars. 3, 2, 1. Und nun sind die beiden gestartet. Seid willkommen zurück auf der Erde. Na ja, aber bist du denn nicht der Opa vom Mars? Ach so, ja, richtig. Hallo, Opa. Hey, hallo alle zusammen. Hattet ihr beide denn Spaß auf dem Mars? Ja, Oma vom Mars hat uns ein Raketentriebwerk geklaut, aber wir haben es zurückgeholt. Ich bin genauso gut wie Kapitän Zapp. Oh! Wir haben hier was für dich, Mama. Dankeschön, Zeo. Wie erfreulich, sie ist ja so schön sauber. Und übrigens, hier, mein Kapitäninnen-Logbuch ist fertig geworden. Stellvertretend. Naja, ist gut, in Ordnung. Ja, ja, schon okay. Du darfst es von mir aus so nennen. Alles Roger, Kapitän Zeo.
Der Eimertag. Das war aber wirklich ganz köstlich, Oma. Ja, finde ich auch. Und ganz besonders der Obstsalat. Nein, nein, lass nur. Opa und ich werden abräumen. Das ist lieb von euch. Theo, du bist doch jetzt auch fertig. Zeit fürs Bett? Okay, ist gut. Los, wer zuerst im Badezimmer ist. Hey, Pock, du schummelst. Du bist ja schon vorgeflogen. Ja, ist ja gut. Du hast gewonnen. Jetzt gib's doch bloß nicht so an, okay? Ich werde dir gleich mal was zeigen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Pass gut auf. Siehst du? So spare ich nämlich Wasser. Die Lehrerin hat heute mit uns über Wasser gesprochen, dass es sehr, sehr kostbar ist und dass wir immer darauf achten sollten, so viel wie möglich zu sparen. Wir sollten auf gar keinen Fall Wasser verschwenden. Theo? Ja, Mama? Bist du mit dem Zähneputzen fertig? Mhm. Dann kannst du ja Oma und Opa jetzt gute Nacht sagen. Ja, das mache ich. Gute Nacht, Oma. Gute Nacht, Opa. Was ist denn los? Du verschwendest ja Wasser. Weißt du denn gar nicht, wie kostbar das Wasser ist? Ups. Ja klar, Theo, natürlich wissen wir das. Das haben wir wohl, tja, das haben wir beide wohl vergessen. Aber von heute an werden wir immer daran denken. Bist du fertig, Theo? Ja. Und ihr werdet auch ganz bestimmt nicht mehr vergessen, dass Wasser kostbar ist. Versprochen. Aber hast du nicht gerade was vergessen? Oh. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Theo. Gute Nacht, Oma. Schlaf schön. Gute Nacht. So. Gute Nacht, Theo. Nacht, Mama. Und träum was Schönes. Gute Nacht, Pock. Hey, hörst du das auch, Pock? Ich habe das Gefühl, dass dann noch irgendjemand vergessen hat, wie kostbar das Wasser ist, oder? Was können wir denn dagegen tun? Ach, ich weiß was. Ich brauche jetzt meinen Eimer. Einen Eimertag, Theo? Ja, weil Wasser doch etwas sehr Kostbares ist und daran sollte immer denken. Und darum soll man auch immer ganz sparsam damit umgehen. Mhm. Mhm. Wir sollten wirklich kein Wasser verschwenden. Ja, ja, das ist wahr. Da hat Theo ganz recht. Ja, wir müssen sparsamer damit umgehen. Schon klar, aber wie soll der Eimertag funktionieren? Ich sag's euch. Also ich werde mit meinem Eimer auf der Treppe warten und ihr müsst einfach nur Eimer rufen, wenn ihr Wasser braucht. Dann komme ich und gebe euch genauso viel, wie ihr braucht. Und keinen Tropfen mehr, okay? Ist gut, wir rufen einfach nur Eimer. Das ist gar nicht schwer. Und sehr clever. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich, mein Junge. Und wann wollen wir anfangen? Na, sofort. Hm? Könntest du bitte den Eimer für mich auffüllen, Oma? Mit dem größten Vergnügen. So, bitte sehr. Dankeschön. Seid ihr bereit für den Eimertag? Ja, wir können es kaum noch erwarten. Juhu! Pass auf, du hast da... Psst. Nein, sei still. Wir wollen den Kleinen doch nicht bei seiner Mission unterbrechen, oder? Natürlich nicht. Was ist los? Will denn hier überhaupt keiner Wasser haben? Eimer! Hm?
Siehst du? Keine Verschwendung. Ja, wundervoll. Entschuldige bitte, ich muss gehen. Nein, nein, erst muss ich mich noch bei dir bedanken. Also bis nachher. Oh. Sei doch so nett. Danke. Eimer! Oh. Ach, Theo, würdest du mir bitte ein bisschen Wasser da reinschütten? Eimer! Aber Theo, na, ist die Luft rein? Ja. Ihr beide seid ja heute Morgen sehr beschäftigt, du und dein Eimer. Dein Eimertag ist eine ganz wunderbare Idee. Gut gemacht. Von heute an wird bei uns zu Hause niemand mehr Wasser verschwenden. Ich gehe mal in die Küche und fülle den Eimer auf. Ich bin gleich wieder da. Oh, halt, Vorsicht! Oh. Hä? Hä? Hey, was macht ihr denn da mit den vielen Eimern? Und wo kommt das ganze Wasser her? Naja, weißt du, Theo, ich möchte es mal so sagen, du hast hier und da ein bisschen Wasser verschüttet und das haben wir aufwischen müssen. Das bedeutet, dass ich also ganz viel Wasser verschwendet habe. Mein Eimertag war dann ja reine Zeitverschwendung. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das war keine Zeitverschwendung. Das war eine tolle Idee. Genial. Du hattest eine sehr gute Idee und hast hart mit deinem Eimer gearbeitet. Wir sind ausgesprochen stolz auf dich. Theo, soll ich deinen schweren Eimer tragen? Oh. Nein, nicht nötig. Der Eimertag ist schon vorbei. Es hat nicht funktioniert. Das sehe ich ganz anders. Darf ich mal? Gut. Also, das war genau die richtige Menge, um meine Tomaten zu gießen. Na, fällt dir was auf? Du hast hier wirklich keinen Tropfen Wasser verschwendet. Ist ja toll! Und wir alle haben gelernt, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Stimmt doch, oder? Das haben wir Theo und seinem Eimer zu verdanken. Theo und der Tanzwettbewerb.
Ich dachte, du willst Polizist werden, wenn du mal groß bist. Nein, nein, jetzt nicht mehr. Ich will lieber Astronaut werden, denn dann kann ich nämlich den Weltraum erforschen. Hey, was ist denn hier auf einmal im Park los? Sie bereiten den Tanzwettbewerb vor. Wie bitte, ein Tanzwettbewerb? Ja, am Samstag geht es los. Hast du das denn gar nicht gewusst? Das wird ganz toll, aber ohne mich. Wenn ich groß bin, will ich ganz bestimmt nicht Tänzer werden. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Bis dann. Vielen, vielen Dank, dass sie auf Xenia aufpasst. Sie wird doch keinen Ärger machen, oder, Liebling? Du bist ein braves Mädchen. So. Ja, aber trotzdem sind wir ohne sie zum Mittagessen beim Oberbürgermeister eingeladen worden, obwohl sie doch so brav ist. Hallo, Mama. Weißt du, was wir heute in der Schule gemacht haben? Wir haben im Unterricht über das Thema Planeten und Weltraum und Astro... Oh. Hallo, Tante Zelda und hallo, Onkel Xavier. Tag, Xenia. Ja, hallo, Zeo. Tja, also, wenn der kleine Zeo jetzt da ist, dann könnt ihr beide ja schön zusammen spielen. Ja, wir gehen jetzt. Wir dürfen doch den Herrn Bürgermeister nicht warten lassen. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke, auf Wiedersehen. Na, Xenia, was möchtest du denn gern machen? Also, ich weiß was. Wie wär's denn, wenn wir beide Monster im Weltraum spielen? Ich könnte ja der mutige Weltraumforscher sein. Und du bist so eine ganz schleimige Kreatur vom Planeten Garg. Ich möchte lieber meinen Tanz einüben. Das ist mir wichtiger. Du willst tanzen? Ja. Ich habe mich für den Tanzwettbewerb angemeldet und ich werde ihn auch gewinnen. Das hat mein Papa auch gesagt. Und eins und zwei und drei und vier. Versuch's doch auch mal. Wie bitte? Ich soll tanzen? Tanzen ist doch was für Mädchen. Ach Quatsch, Jungs tanzen auch. Hast du denn noch nie vom Rudolf Zebrajew gehört? Nein. Er war der berühmteste russische Balletttänzer aller Zeiten. Oh. Und eins und zwei und drei und vier. Lachen. Das ist ganz hohe Kunst. Aber ich hab doch gar nicht über dich gelacht, Xenia. Auch nicht über deinen Tanz. Egal, wenn ich mich beim Ballett auskennen würde, könnte ich viel besser tanzen als du. Oh, aha. Ist ja interessant. Na, wenn du so ein guter Tänzer bist, dann könntest du doch beim Tanzwettbewerb mitmachen, oder? Naja, gut. Ich mach mit. Das ist ja toll. Ach, ist das aufregend. Xenia macht beim Tanzwettbewerb mit. Hm? Und eins, zwei, drei, vier. Also, vielen Dank, dass ihr auf Xenia aufgepasst habt. Zeo, du siehst aber nicht glücklich aus. Was soll ich denn nur machen, Mama? Ich will keine Ballettklamotten anziehen. Dann werde ich bestimmt von allen ausgelacht. Und ich kann gar kein Ballett. Eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Ach. Ach, mein kleiner Zeo. Tja, du hättest dir eben besser überlegen sollen, was du zu Xenia sagst, oder? Ja, klasse, heute ist Sonntag. Heute Nachmittag spielen wir im Park Fußball. Stimmt. Ich muss noch einen Tanz für den Wettbewerb einstudieren. Oh nein! Guten Morgen, Zeo. Und, wie geht's meinem kleinen Tänzer heute Morgen? Was, Tänzer? Ich wusste gar nicht, dass du dich fürs Tanzen interessierst, Zeo. Tu ich auch nicht. Und ich will auch keine Ballettklamotten tragen. Ich wünschte, ich hätte nie gesagt, dass ich mich beim Tanzwettbewerb anmelde. Also, wie ist es denn dazu gekommen? Xenia hat so mit ihrer Tanzerei angegeben. Und Zeo hat einfach ohne nachzudenken drauf losgeplappert und hat sich dann beim Wettbewerb angemeldet. Das ist gar nicht komisch. Die werden doch alle über mich lachen in meinem blöden Tütü. Du musst doch gar kein Tütü anziehen. Und du musst doch gar nicht Ballett tanzen, mein Junge. Doch, das muss ich. Zeo, ich habe in der Zeitung etwas über diesen Tanzwettbewerb gelesen. Und da wird nicht nur Ballett getanzt. Da kann man doch alles Mögliche tanzen. Und ich bin mir sicher, dass wir einen Tanz finden, der zu dir passt und der dir auch gefällt.
Na komm, jetzt holen wir mein altes Grammophon raus und sehen, ob wir was für dich finden. Ja, ist gut, dann werde ich es eben mal versuchen. Na, dann werde ich die mal auflegen. Tada! Na, wie findest du denn das? Ganz gut, Opa. Weil das überhaupt nicht nach Ballett aussieht. Na, das habe ich doch gesagt. Das nenne ich übrigens den exotischen Ausdruckstanz. Was ist? Jetzt musst du es mal versuchen. Na ja, einverstanden. Theo, hast du dir wehgetan? Komm, weißt du was, mein Junge, mit ein bisschen Übung wirst du das ganz sicher hinbekommen. Hey, hallo Theo. Könntest du bitte ein bisschen leiser sein? Ich bin gerade dabei, meinen Tanz für den Wettbewerb einzuüben, weißt du? Ach, du wirst da auch mitmachen? Ja, aber es klappt irgendwie nicht. Ich krieg meinen Tanz überhaupt nicht hin und... Einen Moment mal. Du wirst da auch mitmachen? Mhm. Aber du hast doch gesagt... Ich habe eben meine Meinung geändert. Aber bei mir klappt das mit dem Tanzen auch irgendwie nicht. Hört mal. Also, wenn ihr beide das Gefühl habt, dass das mit dem Tanzen nicht so hinhaut, warum tanzt ihr dann nicht zusammen? Ich sag euch was. Ich glaube, ich habe genau den richtigen Tanz für euch. Ach ja? Also, ich weiß nicht. Aber doch nicht etwa Ballett, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe eine Idee. Oma und ich zeigen es euch. Ja! Hey! Wow, das war ja toll! Ja! Ich wusste ja gar nicht, dass Omas tanzen können. Weich das. Versuchen wir es auch mal? Klar! Na los, Kinder. Und hüpfen, und hüpfen. Und das mit viel Schwung. Und links und rechts. Und das mit viel Schwung. Ja! Vorsicht. Das war wunderbar, ganz toll. Das wird sicher großartig. Oh ja, der Wettbewerb kann losgehen. Nun sind Sie soweit. Herzlich willkommen zu Tanz im Park. Wir eröffnen den Wettbewerb mit dem ersten Kandidaten. Applaus für Zack Zoe. Senja! Und nun, zu guter Letzt, sehen Sie Theo und Elsie! Als Vertreter des Oberbürgermeisters, der bedauerlicherweise heute nicht hier sein kann,
ist es mir eine Ehre, den ersten Preis zu vergeben, und zwar an Xenia. Ihr beide wart aber auch sehr gut, Theo. Du und Elsie, ihr habt schon ganz gut getanzt. Danke, Xenia. Hey, und weißt du was? Das nächste Mal werden wir... Was ist denn dann? Ach, ich bleib lieber dabei, Monster aus dem All zu spielen. Aber tanzen ist auch lustig. Theos Kirschkuchen. Ja, nicht aufgeben, Pock. Du schaffst das. Ist ja super. Das waren die letzten zwei. Danke, Pock. Soll ich dir mal was sagen? Das wird der größte Kirschkuchen auf der ganzen Welt. Damit gewinnen wir sicher den Backwettbewerb. Ich hoffe, dass er nicht allzu groß wird. Sonst schafft es Opa nicht, ihn in Mr. Zoes Laden zu bringen. Meinst du denn, dass mein Kirschkuchen genauso gut wird wie der von Zack oder von Elsie? Ja, natürlich. Ich glaube, dass dein Kirschkuchen der beste in der ganzen Stadt sein wird. Weiß einer von euch vielleicht, wo der Schlüssel für die Werkstatt ist? Nein! Tut mir leid, Opa. Sieh doch mal in dem Schrank nach. Da hängen noch Schlüssel. Ja, genau. Ich sehe mal nach. Ah, da ist er ja. Ich danke dir, mein Schatz. Also, die Kirschen sind ja köstlich. Du darfst die aber nicht alle aufessen, sonst habe ich für meinen Kuchen keine mehr. Ach, ich könnte den ganzen Tag Kirschen essen. Aber bitte nicht die hier, Opa. Ja, in Ordnung. Ich werde deine Kirschen nicht anrühren. Ich hoffe, ihr habt nicht vergessen, dass ihr den Kuchen zu Mr. Zoes Laden bringen müsst. Opa hat gesagt, dass ich das Fahrrad nehmen soll. Ja, das geht aber erst, wenn ich dein Fahrrad aufgepumpt habe. Oh, danke, Opa. Das mache ich doch gern. Theo, mein Junge, nun müssen wir den Teig ganz fest auf die Kirschen drücken, verstehst du? Ja, ist gut. Das mache ich, Oma. Also, es ist wichtig, den Teig an den Ecken festzudrücken, damit der Kirschsaft auch schön in meinem Kuchen bleibt. Das hast du gut gemacht, Theo. Und jetzt kann er in den Ofen geschoben werden. Das werde ich machen. Schön, das hätten wir. Wie lange muss er da drin bleiben? Etwa eine halbe Stunde. Dann werde ich Opa dabei helfen, die Reifen aufzupumpen. Hey, was ist denn, Opa? Oh, ach, weißt du, ich habe den Werkstattschlüssel verloren. Oh nein! Ich weiß, dass ich ihn bei mir hatte. Vielleicht ist er mir auf dem Gartenweg runtergefallen. Komm, wir werden ihn zusammensuchen. Also, ich habe jetzt überall gesucht, Opa. Ja, ich auch, Theo. Jetzt kann ich wohl nicht mit dem Fahrrad zu Mr. Zoe fahren, oder? Nein, leider nicht. Und ehrlich gesagt, ist außer deinem Fahrrad noch etwas in der Werkstatt, das ich brauche. Mr. Zoe hat mich gebeten, eine Trophäe für den Gewinner des Wettbewerbs zu machen. Und nun ist sie da eingeschlossen. Er kann doch keinen Wettbewerb ohne Preisverleihung veranstalten. Nein, das kann er nicht. Opa, wir müssen diesen Schlüssel finden. Denk doch mal nach. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Ach ja, in der Küche. Vielleicht hast du ihn dort liegen lassen. Komm mit. Dein Kuchen ist fertig, Theo. Oh, ist ja super. Sag mal, was sucht ihr beide denn? Den Schlüssel von der Werkstatt. Aber heute Morgen hattest du ihn doch noch. Ich weiß, aber jetzt ist er wie vom Erdboden verschluckt. Und wo ist die Trophäe, die du für Mr. Zoe gemacht hast? Die ist in der Werkstatt. Und ich hätte sie ihm schon vor einer halben Stunde hinbringen müssen. Hör mal, du suchst hier einfach noch ein bisschen weiter und Theo und ich werden den Kuchen zu Mr. Zoe bringen. Na, komm mit, Theo. Ich dachte, dass du schon längst bei Mr. Zoe bist.
Ich kann nicht ohne Siegertrophäe zu Mr. Zoe gehen. Aber die ist in der Werkstatt eingeschlossen. Hast du denn keinen Schlüssel? Doch, doch, eigentlich schon. Vorhin hatte ich ihn noch dabei, als ich in der Küche war. Und hast du ihn irgendwo hingelegt? Nein, ich habe ihn nirgendwo hingelegt. Ich weiß noch, dass ich ihn bei mir hatte, als ich ein paar Kirschen von Zeus Kuchen gekostet. Ach, ich habe ihn wohl liegen lassen, als ich mir Kirschen genommen habe. Und? Der Werkstattschlüssel ist im Kuchen. Wie bitte? Und wo ist der hingekommen? Oma und Zeo bringen ihn gerade zu Mr. Zoe. Dann versuch mal schnell, die beiden einzuholen, bevor der Wettbewerb beginnt. Hä? Ja, ist gut. Toll, gut gemacht, Elsie. Also, dein Kirschkuchen sieht absolut fantastisch aus. Danke sehr. Wo ist denn der Kirschkuchen von Zeo? Ich habe keine Ahnung, das würde ich auch gern wissen. Wartet auf mich! Du bist ja doch noch gekommen. Ja, Entschuldigung, wir hatten nur noch schnell etwas gesucht. Eine ganz perfekte Auswahl von Kirschkuchen, das muss ich schon sagen. Hallo, ich bin Zeo. Ja mal gespannt, wer gewinnt. Ich muss bei Mr. Zoe sein, bevor noch irgendeiner in Zeos Kuchen beißt. Aber jetzt fehlt mir immer noch ein Schiedsrichter für den Backwettbewerb und... Ja, und eine Siegertrophäe habe ich auch noch nicht. Oh, das tut mir wirklich sehr leid. Ich kann nicht die Schiedsrichterin sein, denn ich habe ja einen dieser Kuchen gebacken mit Zeo. Ich bin mir ganz sicher, dass mein Mann gleich mit der Siegertrophäe da sein wird. So ein Glück, dass ihr noch nichts von dem Kuchen gegessen habt. Welcher von denen ist dein Kuchen? Wieso denn, Opa? Ist irgendwas passiert? Ja, der Werkstattschlüssel ist in deinem Kuchen. Er ist nämlich in die Schüssel gefallen, als ich mir ein paar von deinen Kirschen genommen habe. Aber ich weiß gar nicht, welcher meiner ist. Sie sehen alle gleich aus. Es tut mir sehr leid, Mr. Zoe. Ich fürchte, Sie müssen den Backwettbewerb ohne Siegertrophäe bewerkstelligen. Na ja, also wenn wir jetzt auf die Siegertrophäe verzichten müssen... Dann können Sie mir vielleicht auf andere Weise helfen. Ja, gern, aber wie denn? Na, indem Sie bei dem Wettbewerb als Schiedsrichter fungieren. Sie müssen sich einfach nur ein Stück von jedem Kirschkuchen nehmen und mir sagen, welcher der beste ist. Was? Ein Stück von jedem Kirschkuchen, der hier auf dem Tisch steht? Hm. Das wäre mir ein sehr großes Vergnügen. Ja! Ja! So, hier, Opa, Kirschkuchen Nummer 1. Ganz köstlich. Er ist saftig und er hat genau die richtige Menge von... Und der hier sieht ganz fantastisch aus. Oh, der hier sieht wirklich ganz wunderbar aus. Fantastisch. Der hier ist einfach perfekt. Also da fehlen mir einfach die Worte. Ganz köstlich. Da ist er. Pock, flieg mal schnell zur Oma rüber und sag ihr, dass wir die Trophäe holen können. Ah, dieser Kuchen ist aber wirklich ganz besonders gut. Oh, mach du mal hier weiter, mein Lieber, denn wir beide haben etwas zu erledigen. Und nun kommen wir zum vierten Kirschkuchen. Ganz köstlich. Da! Wunderbar. Und nun musst du so schnell es nur geht zu Mr. Zoes Laden laufen. Aber warte nicht auf mich. Ich komme nach. Hallo. So, Kinder, und nun kommt der letzte Kirschkuchen. Sehr süß. Hier, bitte. Dankeschön, Zeo. So, Opa. Und nun sind wir alle sehr gespannt und möchten wissen, wer der Gewinner des diesjährigen Kirschkuchenwettbewerbs ist. Naja, was soll ich sagen? Die sind alle ganz köstlich. Aber so leid es mir auch tut, es kann hier nur einen Gewinner geben. Also, der Gewinner ist... die Nummer 4. Ich hab gewonnen! Die Nummer 4 bin ich gewonnen! Ich gratuliere dir ganz herzlich, Elsie. Recht vielen Dank, Mr. Zoe. Und auch Ihnen vielen Dank,
dass Sie bei uns hier der Schiedsrichter waren. Es war mir ein großes Vergnügen, Elsie. Oh, Entschuldigung. Aber es war wirklich ganz köstlich. Und dann hast du den Schlüssel doch noch gefunden, ja? Theo hat die Situation gerettet. Wir haben den Schlüssel einfach mitgebacken. Opa würde auch seinen Kopf vergessen, wenn er locker wäre. Überraschung! Ich habe vorhin auf dem Markt so herrliche Kirschen gesehen. Und da habe ich gleich welche gekauft und einen Kuchen gebacken. Ach, meine Liebe, der sieht fantastisch aus. Ja, und der riecht auch wundervoll. Danke, Mama! Opa darf zuerst kosten. Oh! Ich weiß, dass das dein Lieblingskuchen ist. Nein, nein, danke. Ich habe bereits gegessen. Aber ein kleines Stück kann wahrscheinlich nichts schaden. Theo, der Reporter. Pilot Theo an Tower. Ich bereite den Start vor. Vorsicht! Ich muss sie renovieren. Könntest du vielleicht... Oh, tut mir leid. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss Opa die Zeitung bringen. Ihr wartet schon darauf. Renn hier bitte nicht so viel herum. Ich bin nämlich sehr beschäftigt. Hier, oh. Ich bring dir deine Zeitung, Opa. Ah, danke schön, Theo. Du, Opa, warum bekommst du eigentlich jeden Tag eine Zeitung? Es gibt täglich Neuigkeiten. In der Zeitung kannst du nachlesen, was am Tag davor passiert ist. Zum Beispiel, wer beim Fußball gewonnen hat und was sonst noch in der Welt los ist. Und woher wissen die das alles? Na, von den Leuten, die bei den Zeitungen arbeiten. Die nennt man Reporter. Und die sind immer auf der Suche nach aufregenden Geschichten, die sie dann alle aufschreiben und in der Zeitung rausbringen. Wie diese Geschichte. Bello überlistet die Einbrecher. Das ist die Schlagzeile. Man benutzt nur ganz wenige Worte, um die Leute neugierig zu machen. Als Diebe gestern Nacht ins Stadtmuseum einbrachen, kam zufällig die unbeteiligte Anwohnerin Mrs. Primo Smedley mit ihrem Hund Bello vorbei. Als die Einbrecher mit einem wertvollen Gemälde aus dem Museum herauskamen, war Bello gleich zur Stelle. Er verhinderte die Flucht. So war es der Polizei möglich, die beiden Einbrecher festzunehmen. Ohne Bello, sagte Mr. Unwin, der Museumsleiter, hätten wir ein ganz unglaublich wertvolles Kunstwerk verloren. Aber der tapfere Bello konnte das verhindern. Klasse! Bello ist ein toller Hund! Ja, das stimmt. Und es gibt noch viel mehr solcher Geschichten in der Zeitung. Ja, aber die spannendste Geschichte kommt natürlich immer auf die erste Seite, verstehst du? Hey! Also ich wäre ja auch furchtbar gern. Wie werden die nochmal genannt? Reporter. Ja, ja, genau, ein Reporter. Also ich möchte auch Reporter werden, wenn ich mal groß bin. Aber so lange musst du doch gar nicht warten. Du brauchst nur einen Notizblock und einen Bleistift. Du kannst deine eigene Zeitung gründen, wenn du möchtest. Noch heute. Ja, ja, das tue ich und ich werde sie die Theo-Zeitung nennen. Super! Ach, Theo, bevor du mit deiner Zeitung anfängst, bringst du Oma bitte die selbstgestrickten Handschuhe? Ja, das mache ich, Oma, sobald ich meinen Notizblock geholt Theo, warum hast du es denn gerade so eilig? Na, weil ich Geschichten suche. Und zwar für die Theo-Zeitung.
Das ist meine eigene Zeitung. Ach, das ist ja aufregend. Naja, ich hoffe, dass du ein paar interessante Geschichten... Puck! Oh. Hey, das wird meine erste tolle Geschichte sein. Ein grüner Vogel wird weiß. Wie wär's damit? Ein grüner Vogel zwingt deine Mutter, mit dem Kuchenbacken noch mal von vorn anzufangen. Ach nein, da finde ich meine Geschichte ehrlich gesagt spannender. Also, Pork. Ist denn alles in Ordnung, Papa? Nein, nicht so ganz. Pork kam gerade hereingeflogen und hätte beinahe meinen Eimer umgekippt. Es hätte fast einen bösen Unfall gegeben. Aha, interessant. Eine Fast-Katastrophe bei Papas Renovierung. Ja, das wird eine sehr gute Geschichte. Theo hat nämlich eine Zeitung gegründet. Oh, ich verstehe. Nein, verstehe ich nicht. Warum hat Pock... Ich meine, wieso hat er... Keine Zeit für Erklärungen. Ich muss jetzt noch mehr Geschichten für meine Zeitung finden. Kann ich nachsehen, ob bei Mr. Zoe was passiert ist? Ja, das kannst du. Ach, wie schade. Mir fällt überhaupt nichts Aufregendes ein, Theo. Oder ist die Lieferung einer falschen Fischpastete interessant? Nein. Ich hätte eine interessante Geschichte für deine Zeitung. Letzte Nacht haben sich ein paar Außerirdische vom Planeten Ziebig runtergebeamt. Und sie haben mich in ihr Raumschiff rausgezoomt. Und ja, und sie waren alle ganz grün und ganz schleimig. Und sie hatten solche Insektenaugen. Und Tenter, naja, Fühler. Und, Zack, hat der Film, den wir gestern gesehen haben, vielleicht irgendwas mit deiner Geschichte zu tun? Naja, schon möglich. Aber ich wollte dir doch nur helfen. Vielen Dank, Zack. Danke, Mr. Zoe. Ich geh jetzt mal. Ich brauche noch ein paar Geschichten für meine Zeitung. Also, was habe ich denn bis jetzt? Tja, leider noch nicht sehr viel. Das hört sich nach einer aufregenden Geschichte an. Hör mal, also jetzt beruhige dich doch bitte wieder. Das ist doch nur... Ein Wurm! Ein schlangenartiger Wurm! Ich hasse, hasse, hasse Würmer! Ah! Jetzt tu doch was, Papi! Ah! Mädchen verfällt in eine Wurmpanik. Ja, am besten ich male gleich noch ein Bild dazu. Na, Pock, wie findest du das? Der Wurm sieht einfach nicht gruselig genug aus. Ach, vielen Dank, dass du mir hilfst. Ich muss einkaufen gehen, das habe ich Uroma versprochen. Oh, hallo Theo, na wie geht's? Läuft es denn gut mit deiner Zeitung? Ja, ja, ich habe schon ein paar Geschichten gefunden, Oma. Vogel wechselt Farbe, Renovierungskatastrophe, also fast, Invasion der Außerirdischen oder sowas, ein Mädchen im Wurmpanik, aber etwas Aufregendes habe ich nicht gefunden. Oh je! Yeah. Uroma? Mein dummer Treppenlift. Ich steck hier fest. Liebling, Uromas Treppenlift ist... Ah! Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Hab keine Angst. Ich werde nur schnell mein Werkzeug holen. Da unten scheint es auch irgendwelchen Ärger zu geben. Ach du meine Güte. Gab es hier einen Unfall? Ist denn hier alles in Ordnung? Ja, ja, ich glaube schon, Opa. Ja, also fast. Ach, entschuldige, das war eine dumme Frage, aber was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist doch egal. Ich habe was für meine Zeitung. Das totale Chaos bricht aus, als Uromas Treppenlift stecken geblieben ist. Was ist denn da unten passiert? Darüber mach dir mal keine Sorgen. Ich kümmere mich jetzt erstmal um deinen Treppenlift. Also, wollen wir mal sehen. Aha! Nun weiß ich, wo das Problem ist. Also, den hier sollte Theo dir schon vor einer ganzen Weile geben. Oh.
Und was war das? Diese Geschichte kommt auf jeden Fall auf die erste Seite meiner Zeitung. Mir fehlt nur noch eine Schlagzeile. Wie wär's mit dem Strickhandschuh bremst Uromas Treppenlift aus? Er muss in die Schiene des Treppenlifts gefallen sein, als du so eilig hattest, Reporter zu werden. Oh nein, das war ja alles meine Schuld. Oh, das tut mir sehr, sehr leid. Ich denke, dass du einfach nur ein bisschen übereifrig gewesen bist. Das ist alles. Theo, mein Liebling, wie ich höre, bist du jetzt Reporter geworden. Dann zeig mir mal, was du alles aufgeschrieben hast. Ja, mach ich, Uroma. Aber erst muss ich das ganze Chaos beseitigen. Das tut mir so wahnsinnig leid. Heute gab es bei einer Familie eine Katastrophe, als ein Zebra einen Handschuh auf der Treppenliftschiene fallen ließ. Es war noch ein sehr, sehr junges Zebra. Zum Glück hat sich niemand verletzt. Und das Chaos wurde schnell beseitigt. Also, das ist wirklich ein sehr guter Zeitungsartikel, Theo, das muss ich schon sagen. Und für diese Leistung hast du dir ein paar Erdbeeren und Butterkekse verdient. Und das hier. Super, Theo. Das war wirklich ein sehr guter Film, oder? Ja, Opa. Zip, das fliegende Zebra, ist wirklich mein absoluter Lieblingsheld. Ich wäre furchtbar gern so wie er. Das würde mir auch gefallen. Und ich wäre dann Streifen, sein treuer Gehilfe. Und zusammen könnten wir dann die Bösen jagen. Deine Tage als briefefressendes Monster sind gezählt. Und dir werde ich noch heimleuchten, verstanden? Lass sofort meinen Freund los! Du gemeine Parkbank! Du bist wieder in Freiheit, Pock. Oh nein, du wirst nirgendwo hingehen, Parkbank. Und ich auch nicht. Ich muss mich jetzt ein bisschen ausruhen. Entschuldigung, Sie haben Ihre Geldbörse verloren. Oh nein, ich danke dir. Du bist mein kleiner Held. Dankeschön. Hey, sie hat mich einen Helden genannt, Pock. Vielleicht könnte ich ja wirklich ein Held werden. Genau wie Zip, das fliegende Zebra. Zip ist so schnell. Er würde nur eine Sekunde brauchen, um da oben auf den Baum zu kommen. Stopp mich mal, Pock. Also, ich muss noch sehr viel mehr trainieren, damit ich schneller werde. Ich werde es mal mit Springen versuchen. Zip kann aus dem Stand über Baumwipfel springen. Was machst du denn da, Theo? Na, ich trainiere gerade, weil ich ein Superheld werden will. Aber ich weiß nicht so richtig, was ich denn so super kann. Muss man nicht super Eltern haben, um Superkräfte zu entwickeln? Man kann doch nicht einfach super sein. Ja, vielleicht hast du recht. Aber Streifen hat doch auch überhaupt keine Superkräfte. Er hat nur einen Heldendörtel mit Werkzeug dran, der ihn zu etwas ganz Besonderem macht. Und sowas brauche ich auch. Das ist genau der richtige Heldengürtel für mich. Jetzt brauche ich noch Werkzeug. Bleistiftkräfte! Dampflokkräfte! Okay, und Magnetenkräfte! Die ist doch gut, oder? Hallo, Opa! Das ist aber wirklich sehr beeindruckend. In diesem Kostüm wird dich jeder für einen Superhelden halten, darauf wette ich. Aber ich brauche unbedingt noch Werkzeug. Für meinen Heldengürtel hier, weißt du? Dann sieh dich hier mal um. Aber fass bitte nichts Spitzes an, sonst verletzt du dich noch. Ich weiß nicht. Die könnte ich gebrauchen. Na super! Damit kann ich auch im Dunkeln sehen. Gut, und jetzt brauche ich nur noch eins.
Was machst du denn da? Ein dicker Klumpen Kuchenteig ist Oma in den Abfluss gefallen. Und nun ist er verstopft. So, das hätten wir. Ich bin fertig. Kann ich mir das ausborgen? Wofür denn, Theo? Ich will mir Werkzeug für meinen Heldengürtel zusammensammeln. Und das da könnte ich gebrauchen. Na ja, ist gut. Ich werde ihn nur mal ganz schnell abwischen. Hier hast du ihn. Jetzt bin ich bereit, Pock. Denn nun bin ich der große Super-Theo. Ach du meine Güte. Wo ist sie denn nur? Hey, was ist denn los, Oma? Gut, dass du da bist. Deine Augen sind doch besser als meine. Mir ist meine Lieblingsbrosche runtergefallen und nun liegt sie irgendwo in der Kommode. Könntest du nicht mal nachsehen? Super, Theo! Werd dich retten! Da ist sie schon, Oma! Oh, danke schön! Eine Taschenlampe. Da hätte ich ja auch selbst drauf kommen können. Ja, aber ich bin doch jetzt dein Held, oder? Musst du vielleicht gerettet werden? Oh nein. Nur keine Sorge. Super, Theo löst dein Problem. Bitte sehr. Danke, Theo. Möchtest du mit mir Ball spielen? Nein, keine Zeit. Ich bin gerade als Superheld unterwegs. Ach, wirklich? Na dann vielleicht morgen. Also ich hätte gedacht, dass ich zumindest für Elsie ein Held bin. Was ist denn hier los? Kann Super-Theo vielleicht helfen? Papa, sind die Autoschlüssel runtergefallen. Wir glauben, dass sie in einer Ritze im Boden stecken. Hier irgendwo. Ich bin mir sicher, dass sie hier runtergefallen sind. Ich helfe euch! Tja, also hier sind sie nicht. Aber da unten sind sie doch. Oh, ich danke dir, Theo. Jetzt komme ich doch pünktlich weg. Das war aber sehr clever von dir. Hm? Aber bin ich denn nicht euer Held? Na, was hast du heute gemacht? Ein paar Leuten aus der Patsche geholfen? Bösewichte verjagt? Ich tue wirklich alles, um ein Superheld zu sein, Opa. Aber es funktioniert nicht. Also, ich habe Omas Brosche wiedergefunden und danach habe ich Elsies Ball gerettet. Und Papa hat seinen Autoschlüssel auch wieder. Aber keiner hat mich einen Helden genannt. Na ja, du warst allen wirklich eine große Hilfe. Aber mit Heldentaten hat das doch überhaupt nichts zu tun, mein Junge. Wenn man ein Held sein will, muss man Mut beweisen. Und immer musst du genau das Richtige tun. Ach, Pock, ich würde so gern ein Held sein. Aber ich glaube, dass ich das niemals schaffen werde. Tja, ist eben doch nicht so wie in den Comics. Hilfe! Was war das denn, Pock? Pock, ich hab Angst. Wir haben gar kein Licht. Was würde denn Zepp, das fliegende Zebra, jetzt tun? Hilfe! Da hat doch irgendjemand ein ganz großes Problem. Hallo? Wer ist da? Oma! Ach so, du bist es, mein Kleiner. Na, so ein Glück. Ich rufe hier seit Ewigkeiten verzweifelt um Hilfe. Was ist denn los? Eigentlich gar nichts Besonderes. Ich wollte mir nur ein Glas Wasser holen. Doch der Strom ist ausgefallen und plötzlich war es dunkel. Könntest du mich vielleicht retten? Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß eine Lösung. Papa, Papa!
Was ist? Wir haben einen Stromausfall und Uroma sitzt im Treppenlift. Was? Wir haben einen Stromausfall? Ja, kommt schnell mit. Ach, da ist bestimmt nur die Sicherung rausgesprungen. Au! Sei vorsichtig. Ich gehe mal vor. Alle mir nach. Ah. Ach, mein kleiner Theo. Ich muss schon sagen, für mich bist du ein richtiger Held. Also, das war aber wirklich sehr tapfer von dir, aus dem dunklen Zimmer zu kommen. Und es war auch vollkommen richtig, mich gleich zu wecken. Ja, das war eine absolute Heldentat. Und, hast du denn weiterhin vor, ein Superheld zu sein? Nein, nein, denn jetzt weiß ich, dass man gar nicht super sein muss, um ein Held zu sein. Na dann, gute Nacht, Theo. Gute Nacht, Papa. Hehehe.